ein etwas anderes Moody-Modell. Also es sind nur 57 davon gebaut worden? Ja, also wir sind nur so ein bisschen erstaunt. Mein zweites Sofa drin, das ist rausgeflogen. Oh, keine Ahnung, wo die 44 herkommt. Zur Innenausstattung gibt es geteilte Meinungen. Was ich eigentlich eine ganz coole Lösung fand, weil du hast zweimal Mannschaftsräume. Auf dem Weg ein Boot angucken. Die hat eine Moody 42. Ein etwas anderes Moody-Modell. Ja, ziemlich unübliches Modell. Ist eher so Dexalon Catch. Sieht ein bisschen eigenartig aus. Marion, also es sind nur 57 davon gebaut worden und Marion sagt, das hat auch einen Grund, das ist unfassbar hässlich, das Ding. Genau, das sieht aus wie ein Eimer. Wahrscheinlich sieht es auch wie ein Eimer. Ja, wir gucken es uns an, eben weil es nicht ganz so in das Schema reinpasst. So ein bisschen Schulungszwecke, was brauchen wir wirklich? Ja, das ist bestimmt interessant und man sieht ja nicht so, wie Christoph sagte, nur 57 gebaut. Also man kommt nicht so oft dazu, so eine zu sehen. Und deswegen wollen wir sie uns auch mal angucken, wenn sie eh schon hier im Hafen nebenan liegt, macht es ja Sinn. Also los. Wir haben jetzt gerade das Boot angeguckt und sind etwas ernüchtert. Ja, also wir sind nur so ein bisschen erstaunt. Es waren tatsächlich alte Fotos. Die Fotos passen nicht zu dem Boot in dem jetzigen Zustand. Auf den Fotos war ein normaler Herd drauf mit Backofen, dreiflammiger Herd mit Backofen. Den gibt es gar nicht mehr. Da ist jetzt irgendwie so ein Grill und eine billige Mikrowelle und ein paar reingeschnitzte Holzplatten. Ja. Es war mein zweites Sofa drin, das ist rausgeflogen, die Klotür fehlt. Also das finde ich echt erstaunlich. Und außerdem ist es ein Raucherboot. Ja. Also wir sind echt ernüchtert. Ansonsten ist es eigentlich ein schönes Boot, aber für unsere Menschengröße von heute eigentlich, glaube ich, nicht mehr gemacht. Also wir würden zu zweit in die Achterkabine nicht reinpassen. Ja. Und hat halt vorne zwei Stapelbetten, Stapelkojen, was schon mal super wäre zum Stauen. Und davor noch eine V-Kabine und zwei richtige Bäder, zwei, wo man auch tatsächlich duschen könnte, wenn eine Tür drin wäre. Das sind lauter Laufnasen. Aber es ist halt tatsächlich ein Motorsegler. Die Frau, die das besessen hat, eine Französin, ist damit wohl Südafrika, Südamerika, also um die Welt gesegelt. Mit ihrem riesen Hund alleine. Es ist ein uralter Autopilot drauf und ansonsten eigentlich nicht viel, was man heute mehr oder weniger voraussetzt. Ja, also schwierig finde ich immer, also viele Boote riechen, haben einen Geruch, es gibt unterschiedliche Gerüche. Schwierig wird ein Rauchgeruch, der von irgendwelchen Duftsprays, Wunderbaum oder ähnlichen übertüncht werden soll. Ja. Also ich bin stark erkältet im Moment und ich habe trotzdem diesen Wunderbaum gerochen. Ja. Und man kann es mit Ozonisieren versuchen. Bei dem alten Boot wäre es eh egal. Du kannst da keine Fensterdichtungen mehr kaputt machen, weil im Moment sind keine Fensterdichtungen drin. Die werden gerade alle erneuert. Also das mit dem Ozonisator ist tatsächlich eine super Idee. Wer das noch nicht kennt, wir verlinken den unten in der Beschreibung. Wir haben selbst einen. Wir haben das bei unserem Boot tatsächlich am Anfang gemacht, als wir es übernommen haben. Und da war vorher ein Hund drauf und den hat man danach tatsächlich nicht mehr gerochen. Genau. Also das, für sowas hilft das super. Ja. Gut, also das Boot war es jetzt nicht für uns. Nein.
ich bin auch echt ernüchtert. Die kriegen hier auch 5% die Makler für den Bootspreis. Und ich finde auch die Preise echt hoch. Also für das Boot haben sie 88.000 jetzt verlangt. Und für den Zustand... Also ich finde am schlimmsten, dass echt Fotos drin waren, die mit dem Zustand, mit dem Boot nichts zu tun haben. Andere Polster, andere Einrichtungen, es hat alles nicht gestimmt. Und das finde ich am schlimmsten, weil du kannst ein Boot nicht nur verkaufen mit der Aussage, das Kasko ist super, nicht für den Preis. Also da muss innen auch schon ein bisschen mehr sein. Und du hast überall gesehen, wo das Wasser reingekommen ist und alles. Und wenn ich als Makler das verkaufen möchte, dann mache ich da ein bisschen hübsch. Und Die Oberlichter waren komplett kaputt, also rissig, Mikrorisse drin. Ja, die Fenster ringsrum im Deckshaus waren auch alle mal undicht. Die haben sie übergeschmiert mit Zika, wie ich ja schon gesagt habe. Also Christoph kannte das Boot, hat noch vorher gesagt bei den Bildern, nee, das wird das nicht sein, das ist ein anderes Boot. Und es war es leider doch. Hätten wir das vorher gewusst, dass es dieses Boot ist, wären wir gar nicht erst hin. Wir haben uns die Moody angeguckt in Premier Mar. Eine von 57 Stück und waren ja danach ziemlich ernüchtert. Gleichzeitig hat es uns aber deutlich weitergebracht, weil wir halt feststellen, jedes Schiff, was wir uns angucken, schärft so ein bisschen mehr, was wir brauchen und was wir auf keinen Fall haben wollen. Uns kommen ja auch immer wieder Unterschiede raus. Werden wir an dem Boot sehen. Wir stehen nämlich hier an einem neuen Boot, an einer Nautawind 44, die auch hier im Hafen liegt. Und da scheiden sich die Geister an dem Boot. Sie heißt ja Nautawind 44 und wir waren davon ausgegangen, dass sie 44 Fuß hat. Hat sie nicht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei der Malö oder so. Keine Ahnung, wo die 44 herkommt. Auf jeden Fall hat die 12 Meter und 1 Zentimeter. Total bescheuert das Maß. Genau, weil? Ja, man zahlt schon schön in der 12 bis 14 Meter Klasse für die Hafengebühren. Hat aber trotzdem noch das kurze Boot. Genau. Also wir haben 11,98, also 3 cm, die bringen uns jetzt nicht so viel den Platz. Ja, wenn die Innenausstattung gut ist, kann das schon viel ausmachen. Und zur Innenausstattung gibt es geteilte Meinungen. Wollen wir jetzt Raum für Raum durchgehen? Ja, wir können jetzt mal grob Raum für Raum durchgehen. Fangen wir im Ostflügel an. Nein, also wir gehen das jetzt mal durch. Also das Boot hat tatsächlich eine Achterkabine, so wie wir uns das eigentlich auch gewünscht hatten. Mich hat beeindruckt, dass der Holzausbau total schön war. Der sah fast aus wie neu, helle Eiche. Und die Achterkabine war groß und geräumig. Der Salon war eigentlich ganz groß, aber keine Staumöglichkeiten, also keine Schränke, keine Schubs, keine nix außenrum. Das war relativ dürftig. Dafür gab es ein Sofa, was ich erstmal toll fand, weil es separat vom Tisch nochmal ein Sofa gab. Was dir daran nicht gefallen hat, war, dass es keinen Tisch mehr hatte, das Sofa, und damit eben nicht umbaubar war. Das heißt, das ist immer Chaise Longue und nichts anderes. Ja, das war halt fest installiert und dafür ist der Salon einfach nicht groß genug, um dort so ein fest installiertes Sofa zu haben. Also so ein absenkbarer Tisch, und das mache ich jetzt zur Sofafläche, finde ich sinnvoller. Und das war halt einfach, ja, verschenkter Platz. Also grundsätzlich will ich ja die Sofamöglichkeit haben, also klar. Aber so, finde ich, war das verschenkter Platz. Im Salon war es hell, aber die Fenster haben sehr große Wasserflecken gehabt. Angeblich trocken, aber hätte man nacharbeiten müssen. Und es gab im Salon noch den Navitisch. Das war wie so eine Höhle, ein bisschen abgesetzt, mit einem Schraubstock drin, fand ich cool. Und natürlich allem, was man an Navigation braucht, also aus der damaligen Zeit, das war natürlich nicht so gut. Und dann kommen wir ins Vorschiff. Das war mal anders. Ja. Anders. Das Vorschiff war anders. Also wir haben ja so die Vorstellung von Stapelbetten irgendwo im Boot als Stauraum. Das hat das gehabt. Das Boot hat zwei
mal Stapelbetten und dafür aber keine V-Koje mehr. Also zwei Kabinen, vom Salon aus gibt es zwei Türen in zwei Kabinen und von dort aus wieder zwei Türen in das vordere Bad, was in der Spitze liegt. Was ich eigentlich eine ganz coole Lösung fand, weil du hast zweimal Mannschaftsräume sozusagen, zweimal Stapelbetten als eigener Raum. Und da hätte man eine prima als Stauraum verwenden können und zwar vollbauen bis oben hin, weil die hintere Tür braucht man nicht mehr. Und das zweite hätte man noch vier Gäste gehabt, die dann Zugang gehabt hätten zum Bad, zu ihrem eigenen und zum Salon. Fand ich auch eine coole Lösung. Aber da sind wir nicht einer Meinung. Genau, da komme ich jetzt wieder als Spaßbremse. Ich möchte nämlich nicht, dass meine Gäste übereinander liegen. Zumal die Kojen echt knapp waren. Also wenn ich da jetzt so den einen oder anderen Bekannten von uns mir überlege, der sich da reinlegen soll, das wird nicht funktionieren. Und also ich finde die Aufteilung nicht gut. Wenn man nie jemanden mitnehmen möchte, dann passt das von der Aufteilung. Aber dann hat man auch ein Bad zu viel auf verschenkter Platz. Und das wollen wir halt nicht. Und deswegen ist es so ungeschickt. Und die eine Doppelstapelkoje hätte nicht gereicht für den Platz. Ja, möglicherweise. Also insgesamt war der Stauraum zu knapp. Ja. Dann schließen wir unter Deck ab, würde ich sagen. Eine Sache noch dazu. Das Schiff hatte einen neuen Sole Mini-Motor drin mit, weiß ich nicht, 44 PS oder sowas. Das wäre okay gewesen. Der Motor war okay und gut und neu. Und er war auch zugänglich vom Niedergang und von der Küche aus. Die Küche war im Durchgang zur Achterkabine. Fand ich auch schön und nett und relativ geräumig. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Wir haben eine Catch mit Center Cockpit. Und ich fand das Deck schön breit, also du hast sehr breite Laufdeck gehabt. Mhm. Das war wirklich toll, das war so breit. Und ich muss gerade gucken, nee, eine feste Reling hat es nicht. Ich hatte in Erinnerung, feste Reling hat es nicht. Aber dadurch, dass das Laufdeck so breit ist, hatte man wirklich sich gut gefühlt, wenn man nach vorne gegangen ist. Und es gab auch eine hohe Fußreling, was ich auch immer relativ wichtig finde, wenn man auf See unterwegs ist, dann es gibt nochmal zusätzliche Sicherheit, wenn man mit dem Fuß praktisch sich da abstützen kann. Und Davids, genau. Naja, das Rig ist durch. Die Segel sind durch, die Segel sind alt, die müssten neu. Was soll man da noch dazu sagen? Die Sprayhood ist alt und durch, die müsste neu. Also das sind alles nochmal zusätzliche Arbeit und Kosten, die auf einen zukommen. Und alles in allem ist das dann einfach zu viel. Ja, aufgerufen war es mit 70.000 Euro, finde ich für den Zustand ein bisschen zu viel. Gut, der neue Motor, der zählt schon ein bisschen, aber man hätte einiges machen müssen, vor allem optisch unter Deck. Ja, genau. Aber interessant. Ja, hat uns also wieder weitergebracht. Selbst wenn wir in manchen Punkten nicht einig waren. Ja, also wenn wir jetzt nur so ein Boot für so ein bisschen Tülli und Teneri suchen würden, wäre es... So ein bisschen Küstencruising. Ja, so ein bisschen Küstencruising wäre es perfekt. Ja, das wäre super. Für das, was es hier gebraucht wird, ist es gut. Ja, genau. Im Mittelmeer 2-3 Wochen oder auch 6 Wochen Urlaub machen, ist es gut. Ja, genau. Also so. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Boot. Was haltet ihr von dem Boot? Schreibt es in die Kommentare. Also wie man unschwer erkennen kann, die Besichtigungen sind schon ein paar Tage her. Wir wollten sie euch aber nicht vorenthalten. Also für uns war das auf jeden Fall sehr interessant und ich denke für euch auch. Ich glaube, man sieht uns selten so sprachlos wie nach der Moody. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Ansonsten bleibt hier gar nicht mehr viel zu sagen, außer folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook und abonniert den Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Schalte die Glocke ein, du kennst das Spiel und bis zum nächsten Mal. Tschüss!